Das war extra klasse. Vor allen Dingen auch an die Olympischen Spiele gegen Japan im Halbfinale. Aufschlag eigentlich. Also er nimmt schon sehr genau. Das ja gegen Deutschland im Viertelfinale unterlag. Ins 2:2, aber da er auf Position 3 spielt, auch gegen das deutsche Team nicht angetreten ist. Klar, steht eher auf der kurzen Vorhandseite. Kann Dimitrij Ovtcharov liegen, sicherlich. Da war eine leichte 2:2. 5 Punkte Vorsprung für ihn. Hier die 2:1 Führung für die deutsche Mannschaft zu erzielen. Sehen Sie hier sehr schön verteilt mit der Rückhand. Viel Spielübersicht von Dimitrij Ovtcharov. Touchiert der Ball das Netz, aber kein Problem für ihn. Ja, findet Martin Monrad ein Mittel gegen. Diktiert das Geschehen. Gelenk aus dem Unterarm mit der Rückhand. Frustriert. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber. Das 2:1 für Deutschland zu schaffen. Das ist geschmeidig verwrungen. Schauen Sie mal hier. Dicht am Körper der Ball, aber er will für Dimitrij Ovtcharov. Eine Demonstration der Stärke. Resignation bei Martin Monrad. Eindrucksvoll dieser Sieg von Dimitrij Ovtcharov. Sie sehen es, 11:5.